Hi, ich bin Kevin. Und ich bin Linke. Wir machen seit diesem Jahr eine Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau hier an der MHH. Ihr könnt uns jetzt für 3 Jahre begleiten und mehr über diese Ausbildung erfahren. Aber für heute ist erstmal Feierabend. 2018 habe ich mein Abitur gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung begonnen im kaufmännischen Bereich. War dann aber doch nicht so meins. Habe dann nach 2 Monaten gemerkt, das passt einfach nicht zu mir. Dann ein freiwilliges soziales Jahr begonnen in einem Fachpflegeheim für psychisch und neurologisch erkrankte Personen. Da hat es mir dann auch sehr gefallen. Ich konnte da viel mitnehmen und mich weiterentwickeln. Nach dem FSJ habe ich im Pflegefachheim weitergearbeitet als Betreuungsassistent und bin dann zur Ausbildung zum Pflegefachmann gekommen und habe mich dann hier bei der MH beworben. Pflege hat mich noch nicht unbedingt von Anfang an interessiert, aber so ab der 10., 11. Klasse fand ich medizinische Aspekte und Bereiche sehr interessant und der Gedanke, mit Menschen und vor allem auch Kindern zusammenzuarbeiten. Dann hat meine Schwester auch eine Ausbildung hier begonnen und da habe ich so ein bisschen mitbekommen, wie das läuft mit der Arbeit auf Station und mit der Schule und die Kombination. Und dann habe ich mich entschieden, hier eine Ausbildung zu beginnen. Mir gefällt an dem Beruf besonders die Vielfältigkeit, sage ich mal. Es ist immer wieder was anderes. Es kommen immer wieder neue Patienten, es kommen immer wieder neue Bewohner, Menschen mit anderen Bedürfnissen, mit anderen Krankheiten oder Verletzungen. Und da ist man halt immer im Wechsel und muss nicht immer an derselben Stelle stehen und hat immer nicht dieselben Sachen. Außerdem finde ich, dass die Ausbildung sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten bringt, wo man sich in irgendwelche Bereiche vertiefen kann oder verbessern kann. Ich kann nicht genau sagen, ob es das Richtige für mich ist. Also es macht mir auf jeden Fall sehr Spaß, die Arbeit mit den Patienten und auch mit den Kollegen und dann noch der medizinisch-pflegerische Aspekt ist sehr interessant. Ich werde es erstmal ausprobieren. Das Untereinander ist sehr gemeinschaftlich. Also jeder arbeitet miteinander, keiner gegeneinander. Man versteht sich auch super gut. Es ist halt ein bisschen blöd jetzt, aufgrund von Corona kann man nicht mal ausgehen in eine Bar oder einen Kaffee trinken oder so. Ist ein bisschen schwierig, vor allem auch in einer größeren Gruppe. Ich glaube, das würde noch mal so ein bisschen mehr Zusammenhalt schaffen. Aber wir verstehen uns ganz gut. In der Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden. Ansonsten verbringe ich meine Zeit meistens zu Hause. Zocke nebenbei oder gehe auch mal, wenn ich Lust habe, zum Fitness, um ein bisschen Sport zu machen. In meiner Freizeit mache ich im Moment hauptsächlich Sport, gehe laufen oder mache halt ein kleines Homeworkout. Mit Freunden treffe ich mich allgemein auch gerne, aber es ist ja im Moment wegen Corona nicht so leicht. Ja, und sonst lerne ich viel. Wir haben bis jetzt ein Buch, mit dem lernen wir. Bekommen viel Material, Arbeitsblätter oder so PowerPoint-Präsentationen von den Lehrern gestellt, die wir dann, also wo man Stichpunkte mit hinschreiben kann. Aber das meiste ist nochmal zusammengefasst in diesem Buch Pflege heute. Es ist ein ordentlicher Brummer, also da steht gut was drin. Auch wenn ich noch nicht so lange dabei bin, gefällt mir sehr, dass man eben die Grundlagen dieses Berufes erlernt und diese auch schon praktisch, sage ich mal, in der Schule anwendet. Am ersten Tag hatten wir einen kleinen Einführungstag, wo wir von der Schulleitung begrüßt wurden und uns so ein bisschen erklärt wurde, wie das abläuft und wir unseren Klassen zugeteilt wurden. Und dann haben wir am nächsten Tag gleich mit dem Unterricht begonnen, dass wir so ein paar organisatorische Sachen geklärt haben und dann haben auch gleich die Fächer begonnen. Und die Themenbereiche. Wir haben nicht so viele Fächer, sondern mehr Themenbereiche. Zurzeit ist das, Menschen in verschiedenen Pflegesettings zu betreuen und das Thema Demenz. Und ab nächster Woche geht's in die erste Praxiseinheit.